a motherfucking beast. You know? Hey, Beast. You know? Welcome, Crescent City, though. Hello. You are the beast. Correct. Why you come back to Crescent City, though? Why you come back? Because of the girls or because of the team or because of the PIMP, though? Came back because of the team, because it's a good city of fans. Oh, Tobi. Ey, cool, dass du von Heidelberg in die richtige City gekommen bist, nach Crailsheim, zu dem coolen Hallensprecher. Wie sind die ersten Eindrücke hier in der coolen Disco? Was macht das Team? Was sind die Stärken? Mein Statement. Also die Eindrücke hier vom Club sind auf jeden Fall mal cool. Und denk mal, dass hier schon viel los ist auch heute Abend. Ich weiß nicht, wie es samstags ist, aber ich habe schon viel gehört. Und sonst, die Mannschaft ist auf jeden Fall sehr locker drauf, so die Spieler und so. Und auch vom Spielerischen her auf jeden Fall, denke ich mal, ist viel Potenzial für die nächste Saison. What do you think about Germany and Crailsheim, the city, the girls, the team? So say some statements, though. Everything looks good. I like it. Everything looks good. Everything's good. Yeah, girls, yeah, hot. Yeah. Girls, hot. Yeah, yeah. Team is good. Yeah, it looks good. We fuck weak basketballers' asses. What did you say? I think we fuck weak basketballers' asses. All right. He's smiling though. He's smiling though. I know, dog. But no, it's a good city. What? Hey, you smeak grasses or what? I know, but bring the mic down. You know what I mean? Yo, it's like, no, it's a cool city, cool fans. You know, I enjoy being here. I enjoy chilling with my man Pimp. Yo, and so it's a good time. Chunk Riven, welcome to Germany, Chunk. Thank you. Why you come to Germany? Basketball, the team, and the girls. The girls. You like the girls here? Yeah, so far so good. Yeah, we like the girls here. Seppi, wie war's außerhalb Crailsheim? Ja, war zwar schon eine schöne Erfahrung, aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Wegen den Frauen oder wegen Basketball? Hauptsächlich wegen Basketball natürlich. Und was sind deine Ziele so dieses Jahr? Wir probieren wieder oben mitzuspielen und wenn es klappt, noch ein bisschen besser abzuschneiden wie im letzten Jahr. Und wie findest du den Hallensprecher in Crailsheim? Ja, beste Mann in Crailsheim natürlich. All bunnies, all bunnies. Rose. Die Frauen zu mir. Alle Frauen kriegen Freigetränk, richtig? Richtig. So, was kriegen die? Wodka Bull? Die kriegen den Freigetränk-Gutschein, können sich selber ein offenes Freigetränk aussuchen. Okay, alle Frauen kriegen ein Freigetränk, nur weil ihr mitmacht. Okay? So. Why your nickname is Beast? Let me show you this. Let me show. That's what I'm calling Beast. You know what I mean? He's a motherfucking beast. Also bist du jetzt motiviert? Ja! Trittst du denen im Arsch? Ja! Weil die Mördens, weißt du, ey, dem muss man mal in den Arsch treten, oder? Ja! Die spielen sich hier immer auf und tasten die ganzen Frauen an, dem muss man mal in den Arsch treten, oder? Okay! Zeig mal Girl Power, ey! Come on! Yeah! Wie ist es neben dem Macher? Der Crailsheim Mördens zu stehen. Ich kenne ihn schon, da war ich so. Wie alt bist du? 20. Er war 18, da hat er die Crailsheim Mördens gegründet. Und jetzt hat er einen Isländer hergeholt. Wie findest du denn den Isländer? Super gut. Also findest du, die Mördens sollten mehr Amerikaner oder mehr Isländer verpflichten? Wer ist heißer? Also
Er ist heißer. Ey, es soll jetzt nicht heißen, dass wir Merlins nur auf Frauen aus sind, ja? Ey, aber es ist schon... Ey, Kreuzheim ist geiler als Berlin, oder? Kleiner als Berlin auf jeden Fall. Geiler als Berlin? Kleiner. Geiler? Kann man so nicht, glaube ich, sagen. Ach komm, Kreuzheim. Fürs Fernsehen. Fürs Fernsehen ist Kreuzheim geiler als Berlin. Okay.